Heute gibt es Bodyforming. Ich vertrete die Bianca. Die kann leider heute nicht, aber nächste Woche ist sie dann für euch da. Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß. Schaltet auch gerne mal dienstags zum HIIT-Workout ein. Ja, heute Bodyforming. Wir haben ein bisschen Probleme mit der Technik. Ich hoffe, ihr versteht mich einigermaßen. Wenn nicht, ihr macht halt, was ich vormache. Verstehen uns bestimmt auch so irgendwie. Kurzes Warm-up. Einsteigen, stay active mit dem Hochschulsport. Auf den Lockenplatz. Und hier in die Hüfte, spring mit beiden Beinen gleichzeitig ab. Aber wieder nach unten locker laufen. Strecken die Arme nach oben, die Schulter bleibt ganz durchstrecken. Schultern bleiben tief. Locker laufen, locker die Kicks zu sein. It's so typical, me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you ever did you ever make it up? I'm learning in my head. It's no secret. The world is running out of time. And jumping jacks. Knie nach außen drehen, die Arme nach oben. Führt die Hände ganz zusammen um. Dann locker laufen. Nach außen, öffnen die Beine, und dann mit dir wieder zusammen, bis wir ins Knie setzen. Und dann ein Stück tiefer. Die Arme seitlich mit. Andere Fußball. Und wieder nach außen ins Knie. Hier die Arme dazu nehmen. Lock am Platz. Geh nach oben, auf der anderen Seite hinten antippen. Arme auch hier mitnehmen. Langsam den Ausfallschritt tiefer werden lassen. Von der Seite. So, wechseln auf hier die Seite, anderes Knie nach oben, hinten an, tippen, langsam größer werden mit dem Schritt.
So, den Schritt noch größer werden lassen. Leiden hinten. Auf und ab. Seite. Lange Ausfallschritt. Auf und ab. Hände auf dem Boden. Öffnen. Mit dem Oberkörper zum Knie hin. Öffnet die Brust. So, Hand absetzen. Zwei nach hinten. Und den anderen Fuß nach vorne. Lange Ausfallschritt. Öffnen. Hier, Brust öffnen, zum Knie hindrehen. So, Hand absetzen, Fuß nach hinten laufen, auf den Händen zurück. Arm nach oben und abgelaufen. Seite frei. Arm mitnehmen. Kippe mal kurz an. Arme lang. Die Seite lang. Kurz antippen. It's our time to make a move. It's our time to make amends. It's our time to make a move. Let's begin. Ein bisschen Kniefahrt. Knie in der Mitte. Arme auf Schulter hin. Drehen den inneren Fuß und ein. Schreck die Arme lang. Langsam nach unten. Dann den Boden berühren und einfach nur ein Stück nach unten ziehen. Ein Knie beugen. Durch den Rücken gerade zu lassen. Das Knie beugen. Dann wieder aufrichten. Walking on wire and power line. Every time that you near, to the heavens, the knee locker. Keep now on the street. I'm really dreaming of you. You drive me up like electricity. Just on my heart with your love. There's an energy when you hold me. When you touch me, it's so powerful. I can feel it. When you hold me, when you touch me, it's so powerful. There's an energy. When you hold me, when you touch me, it's so powerful. I can feel it. When you hold me, when you touch me, it's so powerful. It's so powerful. Even if I wanted to. There's something keeps pulling me back to you. From the very first time we looked. It's an indictment. Squat. Right. I struggle your fingers. The scent of your lingers. My mind running wild. The thoughts of your smile. Oh, you gotta give me some. But you can give it all. Bleiben drüben. Oh, 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 oh. Schaut, dass euer Knie nach vorne orientiert bleibt. There's an energy when you hold me, when you touch me, it's so powerful. I can feel it when you hold me.
dann noch ein bisschen beim Beintraining. Und dann erst tief nach unten, nie nach außen drücken. Und hier, dann in die Kombination. Zwei. Eins. Jetzt Squat. Ein Leben. Squat direkt die andere Seite. Jetzt aufrichten, Siegerwerstand. Und auf der anderen Seite. Ein Gestreck nach oben, kein Kick. Komm gerade nach oben. So weit es geht, nach oben ziehen. Stimmt? Und drei zu jeder Seite. Einmal. Gut. Lösen. Und als nächstes, mach die Matte nach unten. Wenn ihr keine Matte habt, mach nicht. Überhaupt. Den Boden gehen. Fang an mit dem Bauchtraining. Kommt in Rücklage. Alle Bauchübungen denkt dann. Dann den Bauch eindrückt. Die Wirbelsäule in die Matte. Löst die Beine vom Boden, die Hände hinter die Ohren, nicht ziehen am Nacken, einfach an den Ohren anlegen. Und zieht ihr mit dem Nasen, spielt die Richtung wechseln. Der Himmel, ich hoffe, ihr macht sehr schön Wäsche vor eurem Balkon mit, auch wenn die Nachbarn gucken. Und ihr stolz seid, dass ihr trotzdem aktiv bleibt jetzt. Atmet aus, jedes Mal, wenn ihr euch nach oben zieht. Wenn es zu schwer ist, könnt ihr die Füße abstellen und hier arbeiten. Als Alternative. Noch 10 Stück. 9. 8. Bleibt dabei. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 5. Das Lösen für den Bauch. Locker lassen, die Beine nicht zu. Auslockern. Kommen wir auf die Seite. Auf ein Knie, eine Hand. Andere Bein ist gerade. Ziehen nach oben. Bein ist gestreckt, Fuß ist angewinkelt. Ziehen weit nach oben. Super. Absetzen. Wir gehen uns gerade weiter in den Vierfüßerstand. Strecken das Bein nach hinten, gleiche Seite. Heben es weit nach oben. Sobald es geht, in der Mitte nach oben kommt. Auf beiden Seiten berühren im Wechsel. Bleiben immer noch auf der gleichen Seite. Kommen jetzt aber in den hohen Stütz. Lösen ein Bein, drehen das Knie nach außen, parallel zum Boden, ziehen wir nach vorne, Richtung Ellenbogen. Wenn es zu schwer ist, kommt ihr aufs Knie, arbeitet ihr unten. Wichtig ist, dass ihr die Seite zusammenkommt und nicht vorne zum Ellenbogen zieht, sondern parallel zum Boden arbeitet. Und noch 4. 3, 2, 5. Super. Gut. Pause. Hinten mal rum, wechseln die Seite. Auf ein Knie. Eine Hand, Bein gestreckt nach außen. Nach oben. Ja.
Weiter drinnen in den Vierfüßerstand. Einstrecken von einer Seite zur anderen, weit nach oben ziehen. Auf beiden Seiten kurz berühren und wieder weit nach oben. Sie noch durchhalten. Schon über die Hälfte geschafft. Drei. Eins. Jetzt lösen. Nochmal seitlich nach vorne ziehen. Kommt hier die Seite wirklich zusammen? In den Stütz, wenn es geht. Bein geht nach außen, parallel zum Boden der Oberschenkel. Nach vorne, Richtung Ellenbogen. Schwierig ist aufs Knie und hier arbeiten. Wichtig ist, der Oberschenkel oben bleibt, wenn möglich hier in der Seite spüren, dass wir uns anstrengen. Letzte 5. 4. 3. 2. 1. Super. Guck mal, jetzt die Handgelenke auslockern. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Ich weiß es ja nicht, verlasst mich auf euch. Die Regie sagt ja. Super. Auch mitmachen, bitte. Das sehen wir nämlich nicht. Gut. Regie machen wir dann immerhin. So. Gut. Nochmal an den Bauch. Rücklage. Legen die Hände unter die Hüfte zur Unterstützung, wer möchte. Wichtig ist, dass der untere Rücken fest am Boden bleibt. Wenn ihr das ohne die Hände könnt, ist das auch gut. Um sicher zu gehen, könnt ihr die gerne dazu nehmen. Strecken die Beine lang. Im Wechsel eins nach unten. Ist knapp über dem Boden. Nur soweit ihr es halten könnt. Wenn ihr merkt, hopp, ihr seid auf einmal im Hohlkreuz. Dann nicht so weit nach unten, ist kein Problem. Dann geht's nächstes noch ein bisschen weiter. Ist genau. Nein. Ach. Locker aufgeschüttet sein, lösen aber beide Beine, auch das untere Bein. Liegen genau auf der Seite, die Flex und dann zieht das obere Bein Richtung Decke. Ohne dass das untere am Boden liegt, bleiben Beine in der Luft. Nicht bescheißen. Und es geht auf und ab. So weit es geht nach oben, ohne abzusetzen zwischendurch. Super, kreise mit dem unteren Bein. Auch den Oberschenkel lösen, komplett abheben. Wechsel in die Richtung.
Gitarre absetzen. Wind kommt, andere Seite. Beine lang, beide in der Luft. Aus untere Beine. Ziehen nach oben. Einstecken. Oberstein abstellen, vor dem Körper. Und wir gehen nach oben. So weit es geht nach oben. Weiter ausführen, weiter um. Ohne erst zu setzen. In die andere Richtung. Das sind eure Oberschenkel, Innenseite. Bisschen noch durchhalten. Gehalten. Wechseln die Position. Komm. In die kurze Brücke. Stellt die Füße nah am Körper auf. Legen die Hände oberhalb des Kopfes ab. Nach oben. Lösen das rechte Bein. Gestreckt halten. Dann geht die Hüfte auf und ab. Bis knapp über die Matte. Und wieder nach oben. Drückt euch so hoch es geht. Hier geht es wirklich um die letzten Zentimeter. Dann habt ihr Gesäßmuskulatur noch viel mehr dabei. Wenn es zu schwer ist, beide Beine abstellen. Geht auch. Und hier auf und ab. Als Alternative. Fünf noch. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wer einbeinig arbeitet, wechselt die Seite. Ansonsten einfach dabei bleiben mit beiden Beinen. Und wieder ganz nach oben. Noch den letzten Millimeter noch. Zehn Stück, ne? Neun. Acht. Bisschen höher nochmal. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Abstellen. Wirbel für Wirbel abrollen. Auf die Matte. Lösen. Noch ein bisschen was für den Oberkörper machen. Noch mal 5 Minuten. Kommen wir durch. Gut. Das wird die Brustmuskeln vergessen. Hier kommt in die Liegestütz-Ausgangsposition. In eine Ebene. Schaut, dass ihr hier nicht durchhängt. Und gerade bleibt. Beugen wir die Arme. Und wieder hoch. Atmet aus, wenn ihr euch hochdrückt. Wenn es zu schwer ist, könnt ihr das gerne auf den Knien machen, ist kein Problem. Hier nach unten und hoch. Wichtig ist, wenn ihr auf den Knien arbeitet, dass ihr in einer Ebene bleibt. Also, dass wir jetzt nicht hier wollen, sondern auch auf den Knien schaut ihr, dass ihr hier gestreckt seid in der Hüfte und dann nach unten kommt. Alternativ auf den Füßen. Wenn es nicht mehr geht, wechselt ihr auf die Knie. Drei. Zwei. Eins. Jetzt die Handgelenke lösen. Gehen gleich nochmal in die Position. Und kurz auslockern.
So, nochmal. In den Rundstütz, in die Ausgangsposition. Und jetzt ohne abzusetzen, mehrere Übungen nacheinander machen. Öffne nach außen. Links, rechts und wieder in die Mitte zurück. Wenn ihr Matte habt, könnt ihr die als Anhaltspunkt verwenden. Versucht gerade zu bleiben mit der Hüfte. Möglichst wenig zu wackeln. Super, noch drei. Zwei. Eins. Bleiben oben. Drehen uns auf die Seite. Schenke die Schulter nach vorne, ja? Nicht zusammenfallen. Wir öffnen. Wenn ihr euch sicher fühlt, könnt ihr die Füße übereinander absetzen. Nebeneinander für mehr Auflagefläche. Halten kurz die Position. Wer möchte, tippt vorne und hinten an. Noch drei, zwei, eins. Bei Tränen weiter, ohne abzusetzen. Und die Reverse Plank. Wichtig ist, dass ihr die Brust öffnet. Ja, nicht zusammenfallen, öffnen. Eine Ebene. Öffnen, öffnen, schließen, schließen. Ist zu schwierig, es bleibt in der Mitte. Bisschen noch durchhalten. Selbst nochmal anspannt. Super, in die Mitte zurück. Noch einmal Seitstütz. Auf der anderen Seite. Füße nebeneinander, ist ein bisschen einfacher. Hier aufmachen, ne, wenn ihr zusammenfällt. Dann geht lieber aufs Knie. So, wer sich sicher fühlt, tippt vorne und hinten an. Ansonsten einfach die Ausgangsposition halten. Drei, zwei, eins. Einmal weiter drehen, wieder in die Ausgangsposition. Am Anfang hier absetzen. Nach hinten schieben. Gut. Die Handgelenke auslockern. Super gemacht. Habt ihr durchgehalten. 30 Minuten. Wenn ihr noch Zeit habt, könnt ihr gerne daheim noch einen Cooldown anschließen. Ein bisschen dehnen. Ich denke, die meisten von euch kennen die gängigen Dehnübungen aus Kursen. Und ihr schaut euch eins unserer Videos aus der Linksammlung an. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, stay active mit dem Hochschulsport. Dankeschön.